Neben mir sitzt der neue Kreisvorsitzende, eigentlich der alte Kreisvorsitzende der SPD im Landkreis Pfaffenhofen, Markus Käser. Er ist heute zum fünften Mal gewählt worden und eigentlich mit Schulz auf Schulz-Niveau, denn er ist mit 100% gewählt worden. Ist das nicht ein bisschen peinlich, nachdem der... Ja, ich war schon Schulz noch vor Schulz. You are ready to wake up. Mitten im Wahlkampf zur Bundestagswahl traf sich die Pfaffenhofener SPD zu ihrer Jahreshauptversammlung, um unter anderem ihren neuen Kreisvorsitzenden zu wählen. Im Kreistag haben wir mittlerweile wieder die zweitstärkste Fraktion. In seiner Rede umriss Käser die Arbeit der letzten Jahre und verdeutlichte, vor welchen politischen Aufgaben die Kreis-SPD in der Zukunft stehen würde. Zu einem Zeitpunkt, an dem schon diskutiert wurde, ob wir diese Klinik vielleicht nicht sogar nach Ingolstadt verkaufen könnten oder ob wir unter Umständen nicht vielleicht irgendwann in der Situation sind, dass wir das nicht überzeugen können. Da haben wir, das war im Vorwurf bei der letzten Mitgliederversammlung schon gesagt, also Leute, ein Landkreis, der einerseits mit 45 Punkten Kreisumlage auskommt, kaum verschuldet ist, der kann es sich auch leisten, diese Klinik in öffentlicher Hand zu halten, wenn sie kein Fass ohne Boden wird. In einem Grußwort stimmte Andreas Mehltreter, der SPD-Bundestagskandidat für Freising und Pfaffenhofen, die Anwesenden auf die letzten Wochen des Wahlkampfes ein. Dass ich heute Abend da bei euch sein darf, auf eurer Jahreshauptversammlung. Heute, genau in 2 Monaten, sind ja eben diese Bundestagswahlen. Neben mir sitzt der Florian Simbeck, das war der SPD-Kandidat der letzten Bundestagswahl. Hat er ja nur knapp verfehlt, den Einzug in den Bundestag. Meine Frage, gibt es etwas, was du dem jetzigen Bundestagskandidat auf dem Weg mitgeben kannst? Dem Andreas Mehltreter wünsche ich nicht nur viele Stimmen, die fachliche Kompetenz, dafür hat er ja, sondern auch viel Freude am Wahlkampf. Denn es ist eine wunderbare Zeit gewesen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, über politische Themen zu diskutieren, sich inspirieren zu lassen, aber auch Menschen vielleicht davon zu überzeugen, was der eigene Plan ist oder was der Plan der Partei ist. Es hat mir Spaß gemacht und Freude gemacht und das wünsche ich ihm auch. Für mich hat letztlich zentrale Bedeutung, dass man sich auf uns, auf die SPD, auf die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, dass man sich auf uns verlassen kann. Dann stellte sich der alte Kreisvorsitzende seiner Wiederwahl und ich nehme die Wahl gerne an. Und wurde gleich danach von mir ein bisschen ausgefragt. Nach den 100% vom Schulz gab es ja diesen Schulzzug. Müssen wir jetzt im Pfaffenhofen Angst haben, dass am Bahnhof plötzlich der Käserzug einrollt? Also ich sage es mal so, beim Schulzzug, da weiß man ja nicht genau, ob er jetzt mit Kohle oder mit sauberer Energie fährt. Wenn der Käserzug kommt, dann weiß man zumindest, dass der zu 100% mit erneuerbarer Energie nach vorne fährt. Also jetzt haben wir gerade geklärt, okay, es gibt zumindest einen sauberen Energiezug. Jetzt ist es vielleicht für viele überraschend, dass sie nochmal angetreten sind. Im Frühjahr war es ja so, für den Bundeskandidaten werde ich wahrscheinlich keine Plakate mehr kleben im Landkreis. Mit dem jetzigen ist es leichter. Für den Bundesvorsitzenden. Ja, das hat ja nur mehr eine besondere Bewandtnis gehabt, weil ich ja zudem ich in der Bürgerenergie tätig bin, als Bürgerenergieaktiver, nochmal zusätzliche Belastung gehabt habe, was den Sigmar Gabriel betrifft, weil er zu der Zeit als Wirtschaftsminister eben auch mitunter die Rahmenbedingungen für uns so verschlechtert. Also ich persönlich kann für den Mann generell nicht auf die Straße gehen, weil ich kann nicht auf der einen Seite Vorsitzender der Bürgerenergiegenossenschaften sein und andererseits sagen, bitte wählt die SPD, weil da sitzt der mir im Prinzip die ganze Zeit das Leben schwer macht. Alleine schon, was das betrifft, das kam noch obendrauf, was jetzt bei Martin Schulz nicht der Fall ist. Nachdem Sie nach Ihrer Wahl gesagt haben, ab jetzt beginnt der Wahlkampf, was werden Sie bewegen oder was wollen Sie mit Ihrer Partei als Vorsitzender hier im Landkreis Pfaffenhofen bewegen? Also die Frage bezieht sich auf den Landkreis, das habe ich schon vermutet, es geht um landespolitische Themen. Na, wir haben den Schulzzug abgehakt, wir sind wieder beim Käserzug. Sehr gut. Ja, ich habe gesagt, es ist jetzt die Zeit,
Endspielzeit für uns, für mich, für dieses Team, das angetreten ist vor Jahren, um die Situation mit der SPD im Landkreis zu verbessern. Und ich habe erst einmal aufgezeigt, was man in den letzten Jahren alles erreicht. Und es waren doch wesentliche Punkte, die man auch kennt in der Öffentlichkeit, ob es jetzt die Außenstelle im Norden ist, im Landkreis Norden. Wir haben damals nur den Landkreis Norden definiert, ist am Ende dann noch Vorburg gekommen. Ob es eben die Themen der Bürgerenergie sind, ob es das Bündnis für Familie ist. Es sind einige Punkte, die die SPD in dieser Zeit jetzt schon mal bewirkt hat. Und so sachlich und auch so konkret an der Sache werden wir auch weiterarbeiten. Und ich habe ein paar Punkte definiert, die jetzt für unseren Landkreis unserer Meinung nach besonders wichtig sind. Ob das jetzt der Wohnungsbau ist, die Förderung vom eben nicht nur sozialen Wohnungsbau, sondern auch Wohnungsbau für Normalverdiener. Ob es die Frage ist, wie gehen wir mit unserem Wachstum um? Wir glauben, dass zwischen Lebenswert und Wachstum nicht ein Oder stehen darf, sondern ein Und rücksichtsvoll stehen muss. Also sprich, ein Lebenswert bleiben mit maßvollem, moderatem Wachstum. Und wir werden halt diesen Prozess so konstruktiv wie bisher auch begleiten. Der Unterschied ist einfach der, dass wir wissen, in den nächsten 2 Jahren muss sowohl eine Mannschaft stehen für die Kommunalwahl 2020 und auch ein Kandidat oder eine Kandidatin rauskommen. Sie werden ja auch jetzt die nächsten 2 Jahre etwas boulevardesk, habe ich heute mitbekommen. Sie haben sich ja auf die Fahne geschrieben, dem Landratsamt ein bisschen besser auf die Finger zu gucken. Und dazu werden Sie eine Initiative gründen, die heißt Mein Erlebnis im Landratsamt, Mein Erlebnis in der Bauabteilung. Mein Bauamtserlebnis, ja. Ja, es ist so, also wir haben unter anderem einen Faktor, der sowohl auch, also die Kosten im Bau und im Wohnungsbau mit beeinflusst. Ein Faktor, der ist, heißt Baugenehmigung. Im Landkreis gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass man da noch wesentlich besser werden könnte, um es mal etwas harmlos zu formulieren. Wir stellen also immer wieder fest, dass insbesondere wenn es aus den kleineren Gemeinden Bauanträge kommen, die viel zu lange liegen bleiben. Und wir haben uns jetzt auf die Fahne geschrieben, dass wir uns dem Thema annehmen. Was heißt, wir sammeln jetzt mal die Erlebnisse von Bürgern mit ihrem Bauamt im Landratsamt und werden die dann vertrauenswürdig verarbeiten und entsprechend veröffentlichen oder auch den richtigen Stellen zuführen, mit der Hoffnung, dass wir personell was verbessern können, dass wir die Prozesse damit verbessern können und natürlich auch, um einfach die Situation einmal ein bisschen deutlich zu verdeutlichen. Springen wir jetzt am Ende nochmal zurück zur Bundestagswahl. Was kann denn die SPD noch bewirken in den nächsten 6, 7 Wochen? Und trauen Sie sich eine Prognose zu, dass Schulz doch noch den Hype, den er meiner Meinung nach eigentlich jetzt gerade wieder vergeigt hat, ob da noch was kommt? Also ich glaube nicht, dass er vergeigt hat, und ich habe, was diesen Hype betrifft, mich auch immer sehr defensiv geäußert, weil es für mich immer an den Themen und an der Präsentation von Alternativen liegt. Und Sie wissen, dass meine Kritik dahingehend vorher schon gegeben war, und ich glaube, wenn die SPD nicht noch viel klarer sich nicht nur als rotes soziales Korrektiv, sozusagen als sozialer Flügel der Union positioniert, sondern tatsächlich einmal mit echten Visionen, und da bin ich nicht einer Meinung mit Helmut Schmidt, wer Visionen hat, der sollte zur SPD gehen, ich würde mir das wünschen, wenn mehr davon kämen, dann kann es auch klappen. Und ich kann eben nur empfehlen, sich die Themen mal anzuschauen, weil bei Bundestagswahl wählt man eben nicht nur irgendwie einen Kopf, sondern man wählt eben auch die Themen dahinter. Und da bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass die SPD nicht schlecht aufgestellt ist. Sie präsentiert es nicht richtig und sie bleibt am Ende leider nicht immer konsequent. Und das kann jetzt der Schulz auch nicht abstellen, dass wenn Abgeordnete am Ende was anderes abstimmen, als was im Programm steht, für was man eigentlich bei so einer Partei eintritt, dann würde ich jetzt die Schuld nicht Martin Schulz geben. Im Moment ist es einfach so, dass wir, wenn wir diese Art von Glaubwürdigkeit nicht mehr erreichen und auch unsere Abgeordneten nicht dahingehend kontrollieren oder nicht entsprechend in Verantwortung nehmen, dass sie das abstimmen und auch verfolgen, was die Partei, eine Mitgliederpartei, eine Programmpartei in erster Linie möchte oder eben beschließt, wenn wir das nicht schaffen, dann schaut es mit der SPD natürlich in Zukunft auch nicht gut aus. Dann wird die SPD die Nachfolgepartei des Projekts 18 der FDP.
wie gesagt, die Zahlenspiele haben schon viele versucht. Ich erinnere, wie die CSU mit über 60% innerhalb einer Periode um über 20% runtergekracht ist auf ein Niveau, was sich die damals nie vorstellen hätten können. Dann haben sie es nie mehr erreicht, weit davon wegzukommen. Es täuscht jetzt die absolute Mehrheit im Landtag zum Beispiel drüber weg, dass es gerade einmal 2-3% Verbesserung waren, die der Seehofer tatsächlich bekommen, und es lag nur an der fehlenden oder schwachen FDP, dass die heute in Bayern alleine regieren können. Und alleine daran sieht man schon, man kann Zahlen dehnen, man kann Statistiken so darstellen, dass es immer ganz schlimm ausschaut. Für mich war es so, die SPD hat ein Potenzial zwischen 25% und 35%. Und es hängt halt davon ab, wie die Wahrnehmung bei der Bevölkerung ist, wie konsequent die Darstellung und nicht nur die Darstellung, sondern am Ende auch die Abstimmungen im Bundestag stattfinden. Und ich glaube, es kommen da wieder Leute hin, die es schaffen. Die SPD hat immer noch, ich glaube mittlerweile wieder am meisten Mitglieder aller Parteien in Deutschland. Ich sehe es bei uns im Landkreis ähnlich oder auch im Ortsverein Pfaffenhofen beispielsweise, hat seit 100 Jahren ungefähr immer 100 Mitglieder. Das waren schon mal 90, jetzt sind es wieder 120, aber es ist immer im Mittel um diesen Dreh. Und diese Leute, die wollen ja was, die sind da ja auch dabei, weil sie eigentlich zu diesen Themen stehen. Danke, Herr Käser.